Achtes Mantra. Deswegen, mein Geist, verehre mit Inbrunst und Demut Sri Krishna in Vraja, so dass er an mir Gefallen findet. Durch seine Gnade wird das Üble in mir weichen, der Nektar göttlicher Liebe erfahrbar und der Dienst Sri Radhas greifbar und nah. Erstens, Dainya Kakuti, demütiges Bittgesuch. Ich bin ohnmächtig und dir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ein aufrichtiges, demütiges Gebet dieser Art wird hier empfohlen. Beispielsweise betete Sri Rupa Goswami in seinem Sri Gandharva Sambrartan Astakam Stavamala. O Devi, Sri Radhika, trunken wie zwei liebestolle Elefanten, vergnügt ihr euch in den Freudenhainen von Vraja. Gandharviga, bitte sei mir so gütig und lass mich zu solchen Gelegenheiten eure lotusgleichen Gesichter schauen. 2. O Gandharviga, die Sehnsucht verzehrt mich. Ich werfe mich dir zu Füßen und bete verzweifelt. Doch in meiner Erregtheit kann ich die Worte nur stammeln. Bitte sei mir, nutzlos und einfältig wie ich bin, barmherzig und nimm mich als eine deiner Dienerinnen an. 3. Sri Radhika, du bist unendlich schöner als Lakshmi Devi, wie auch Sri Krishna, der Verzauberer der Welt, so viel reizender ist als Sri Narayana. Wann werde ich Zeuge sein, wie dein geliebter Shyama Sundara seinen linken Arm um deine Schulter legt? 4. Devi Radhika, wann werde ich als deine Dienstmagd dich auf deine Rendezvous mit Krishna einstimmen, die Fußglöckchen von deinen Lotusfüßen lösen, dich in einen frischen Sari kleiden, tiefblau wie frische Gewitterwolken, und dich dann des Nachts, wenn dein Herz vor Aufregung und Vorfreude schlägt, zu dem Kunja führen, in dem dein Liebster wartet. 5. O Devi, ihr zwei seid der Schmuck der drei Welten. Wann werde ich so gesegnet sein, euren Lotusfüßen zu dienen, wenn ihr in einem Bett von duftenden Blumen versinkt und vergnügt euer Zusammensein genießt? Königin Vrindavanas, wenn nach hitzigem Spiel kleine Schweißperlen eure schönen Lotusgesichter schmücken und ihr am Ufer deines Sees unter dem Kadamba-Baum ruht, werde ich zu jener Zeit als deine Dienstmagd den juwelenen Jamara ergreifen und euren heißen Körpern Kühlung zufächeln? 7. Sri Radhika, mit deinen bezaubernden Augen, wenn du dich schelmisch in den Büschen verbergst und Sri Krishna dich entdeckt, wirst du mich in gespieltem Unfug fragen: Rupa, hast du mich etwa verraten? Und ich werde mich rechtfertigen: Nein, nein, ich war es nicht. Die Chitra war es. Bitte such die Schuld nicht bei mir. Wann werde ich dich vor Krishnas Augen mit süßen Worten besänftigen? Wenn du feurig und streitlustig Sri Krishna im Wortgefecht besiegst, wirst du mit deinen Lorbeeren prahlen. Deine Freundinnen singen dann begeistert: Jai Radhe, Jai Radhe. Wann werde ich so glücklich sein, in deinen Siegeschor mit einzustimmen? 9. Jeder, der Sri Radhika als seine Zuflucht annimmt und mit Vertrauen und stetiger Hingabe
dieses Lied für sie singt, wird mit Gewissheit sie und ihren Liebsten Sri Krishna erfreuen und überreiche Gnade wird sich über ihn ergießen. Zweitens, Satata me dushtatvam, Heuchelei ist meine Schuld. Heuchelei ist das Laster der bedingten Seelen. In seinem reinen Zustand ist das Lebewesen einfach und offenherzig. Aber sobald es sich der Unwissenheit ausliefert, wird es durchtrieben, ruhmsüchtig, heuchlerisch, unmoralisch und stolz und entfremdet sich seinem Wesen als Krishnas Diener. Transzendentale Gemeinschaft ist kraftvoll genug, diesen Vorgang wieder umzukehren. Wenn der Gottgeweihte in guter Gemeinschaft Demut praktiziert, sich selbst als niedrig ansieht und jeden angemessen achtet, wird er beim Chanten von Krishnas Namen Zuflucht suchen und folglich die Gnade Krishnas und der Vaishnavas auf sich ziehen. Dann kann Krishna Prema in ihm erwachen. Drittens, Ujwala Prem Amrita, transzendentale amoröse Liebe. Hier wird das Wort Ujwala verwendet, amoröse Liebe. Raghunath Das Goswami spielt damit auf die transzendentale, außereheliche Liebe an, die man auch die süße Liebe nennt, Madhurya Rasa. Was genau ist Madhurya Rasa? Im Sri Ujwala Nilamani 1.2 Sri Rupa Goswamis steht geschrieben: Dienst zu Krishna entfaltet sich in 5 Hauptrasas, transzendentalen Beziehungen oder Stimmungen. In der neutralen Beziehung, im Dienertum, in Freundschaft, in der Elternbeziehung und in der Liebesbeziehung. Die Fachbegriffe dafür sind Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya und Madhurya Rasa. Von ihnen ist Madhurya Rasa der vortrefflichste und auch der vertraulichste. Deshalb erwähnt Rupa Goswami ihn im Bhakti Ras Amrita Sindhu nur kurz, obwohl er bei den anderen 4 ins Detail geht. Aus 3 Gründen nimmt der Madhurya Rasa eine Sonderstellung ein. Nur diejenigen, die Krishna ausschließlich als ihren Geliebten und als nichts anderes sehen, finden einen Zugang zu Madhurya Rasa. Für andere ist er unzugänglich. Selbst viele, die Madhurya Rasa anstreben, können ihn nicht kosten, weil sie keine genaue Vorstellung davon haben. Er ist ihnen zu fremd. Wer Krishna als seinen Geliebten liebt, liebt spontan. Er praktiziert Rag Anuga Bhakti. Insbesondere Madhurya Rasa kennt viele vertrauliche Gefühle und Stimmungen, die nicht für solche bestimmt sind, die noch an Vaidhi Bhakti, an Regeln und Regulierungen haften. Also wäre es unpassend gewesen, Madhurya Rasa im Bhakti Ras Amrita Sindhu zusammen mit den anderen Rasas zu beschreiben. Rupa Goswami hat Madhurya Rasa aber dafür im Sri Ujwala Nilamani ausführlich erklärt, um dessen Verehrer auf dem spontanen Pfad in den Genuss solchen Nektars zu bringen. Wenn man Sri Krishna als seinen Geliebten ansieht und die Liebe zu ihm durch verschiedene Ekstasen und Gefühle aufgewühlt, intensiv und genussreich wird, sprechen Fachkundige von Madhurya Rasa, Sri Ujwala Nilamani 1.3. Gottesliebe, die von 4 Arten von Ekstasen,
Vibhav, Anubhav, Sattvikabhav und Vyabhicharibhav erregt wird, transformiert sich zu Rasa. Das heißt, sie wird intensiv und außerordentlich köstlich. Das gilt für alle, für Geweihte, die Krishna neutral sehen, für seine Diener, seine Freunde und seine Eltern, und es gilt auch für Krishnas Geliebte. Der Sadaka, der auf die Stufe von Bhav gelangt und erste echte Liebe verspürt, entdeckt eine der fünf Grundstimmungen als Krishnas Diener, Freund etc. für sich. Wenn er weiter fortschreitet, gesellen sich zu dieser festen Stimmung irgendwann transzendentale Ekstasen und daraufhin wird er Bhakti-Rasa kosten. Ein Zeichen dafür, dass seine Liebe jetzt vollendet ist. Krishna Prema. Madhurya-Rasa zeigt sich in seiner Vollendung in Vrindavan, in Krishnas Spielen mit den Gopis. Krishna ist derjenige, der geliebt wird, und die Gopis sind diejenigen, die lieben. Und die Eigenschaften von beiden wirken dabei als Katalysator, um den Austausch zu beleben. Wenn Krishna mit den Gopis genießt, erfahren diese manchmal alle acht Sattvika und alle 33 Vyabhichari-Ekstasen, wie gigantische Wellen, die ihren Ozean der Liebe in Aufruhr bringen. Sadakas, die sehr vom Glück gesegnet sind, entwickeln ein Verlangen nach Madhurya-Rasa und müssen nun in die Fußstapfen der Gopis treten. Sie müssen wieder und wieder darum beten, bis zur völligen Hilflosigkeit und Verzweiflung, mit glühenden Herzen und stockender Stimme. Wenn ihr Gebet schließlich Srimati Radhikas Herz erweicht, wird diese die strahlende Freudenenergie in ihr Herz schicken und Madhurya-Rasa manifestieren. Es gibt keinen anderen Weg, diesen Rasa zu erhalten. Viertens. Sri Gandharva Bhajana, Srimati Radhika verehren. Die Bewohner dieser Welt, die winzigen bedingten Seelen, wissen oft nichts von der Herrlichkeit von Bhakti. Manchmal gehen sie lieber den Weg des trockenen Spekulierens und tauchen in das Brahman ein, in das Einssein mit Gott. Jedoch ist Brahman-Freude höchst unbedeutend, wenn man ihr hingebungsvolle Ekstase gegenüberstellt. Sie verblasst wie ein Glühwürmchen vor der Sonne. Die winzigen Seelen vergöttern Brahman-Glück nur so lange, wie sie Krishnas Dienst nicht kennen. Hingebungsvolle Ekstase dagegen erfährt man dann, wenn man von Krishnas Freudenkraft gesegnet wird. Es beginnt damit, dass ein Sadaka von den Einwohnern Vrajas hört, die Krishna spontan und bedingungslos lieben, zum Beispiel von den Gopis. Wenn er Begierde zeigt, so zu werden wie diese, soll er sich an eine der Freundinnen oder Dienerinnen Radharanis wenden und ihr demütig dienen. In dem Maß, wie er fortschreitet, nimmt auch sein Dienst zu, und durch die Fürbitte der Gopi, der er sich anvertraut hat, wird Sri Radhika schließlich auf ihn aufmerksam. Dann, Sri Radhikas Gnade folgend, erleuchtet transzendentale Freudenkraft sein Herz, und er kann Schritt für Schritt in Radha und Krishnas ewigen Dienst eintreten. Manche Gottgeweihte, die diesen Namen eigentlich nicht verdienen, können die Erzählungen von der transzendentalen Welt und Radhas und Krishnas Spielen einfach nicht glauben. Das ist ihr Unglück. Sie verstehen nicht,
dass alles in Gott existiert, unbegrenzte Vielfalt und Fähigkeiten und unendliche Gefühle und Genüsse. Sie verspielen mit solchen Zweifeln die Chance auf Krishnas Barmherzigkeit und bringen sich um das Glück echter Liebe. Außerdem kann keiner in die Stimmungen der Vrajvasis eintauchen, der noch die materielle Vorstellung beibehält, Mann oder Frau zu sein. Denn spirituelle Beziehungen haben mit materiellen Körpern nichts zu tun. Nur die spirituelle feminine Natur der Seele, die Auffassung, von Krishna genossen zu sein, darf im Sadhaka verbleiben, wenn er nicht Gefahr laufen will, materielle Konzepte auf Radha Krishna zu übertragen und vom Pfad abzuweichen. Wer wahrhaft Srimati Radhika verehren will, muss sich von Zweiflern und Imaginisten fernhalten und unter guter Führung sein. Unter guter Führung sein heißt, dass man jemanden folgen soll, der selber den Vrajvasis nachstrebt, transzendentale Freude kostet und Srimati Radhika hundertprozentig ergeben ist.